Hallo an alle guten Menschen, hier ist Chris Edelmeier mit den Meldungen aus Libyen vom 17.11. aus dem Studio von World Jamahiriya. Wir beginnen mit einer alarmierenden Nachricht. Amerikanische und britische Truppen helfen den Gangs der sogenannten Übergangsregierung, die Befreiungsarmee letztlich doch noch niederzukämpfen. Entgegen den Entscheidungen der UNO werden noch vor Ende des Monats Bodentruppen nach Libyen entsandt. Eine offizielle Variante ist Beseitigung angeblich gefundener chemischer Waffen und Rückführung von tragbaren Luftabwehrsystemen. Die Stärke der militärischen Einheiten ist noch nicht ganz klar. Ihre Dienstzeit in Libyen ist auf 6 Monate festgesetzt. Die russische Nachrichtenagentur Argomenti RU erfuhr von Militärexperten Peter Benchley, dass diese sogenannten bis an die Zähne bewaffneten Chemiewaffenspezialisten den Rebellengangs helfen sollen, die Befreiungskräfte zu besiegen. Sobald die NATO-Luftstreitkräfte das Massenbombardement einstellten, stießen die Eindringlinge auf ernsthafte Probleme im Süden des Landes. Es gibt keine reguläre Armee und die Zusammenstöße mit den Stämmen auf der Jagd nach diesen immer tiefer in der Wüste sind reine Torheit. Die scheinheiligen westlichen Medien stellen die Kämpfe als Machtkämpfe verschiedener Interessensgruppen dar, aber in Wirklichkeit ist es ein organisierter Befreiungskrieg und die Ratten sind einfach nicht in der Lage, den Patrioten standzuhalten, so Argomenti Ariu weiter. Kämpfe wüten überall entlang des Perimeters im Norden Libyens, hinter dem sich die NATO-Invasion und die Invasion von NATO und Katar ihre Wurzeln geschlagen hat. Gefechtslärm dringt vom Flughafen in Sabah, wo grüne Widerstandskämpfer ein großes Rattenloch in Brand gesetzt haben, das Hauptquartier des NTC. Aus Tripoli werden noch immer starke Explosionen gemeldet. Grüne Widerstandskräfte verübten einen Anschlag auf das Leben des Militärkommandanten von Tripoli, Al-Qaida-Mitglied Abdul Hakim Belhadj. Wie eine Quelle über Twitter informierte, wurde die Operation von Kämpfern einer Widerstandszelle ausgeführt. Es war nicht klar, ob Belhadj direkt zur Hölle gefahren ist oder für den Rest der verbleibenden Zeit in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wir kommentieren diese Meldung nicht weiter, sondern warten auf die Bestätigung seines Todes. Er wurde schon einmal angeschossen, aber er klammert sich zäh an sein Leben. Die jüngsten Informationen vom Widerstand scheinen sich zu bestätigen. Seine Reihen haben sich vervielfacht durch einen neuen Strom an Freiwilligen. Ein radikaler Wendepunkt im Krieg. In der Tat sind Freiwillige nicht einfach bewaffnete Leute, sondern eine wirkliche Armee. Sie wurden in den Militärlagern im Süden Libyens trainiert unter dem vereinten Kommando von Saif al-Islam Gaddafi und jeder Kommandeur einer Einheit hat Kampferfahrung. Die Rolle der libyschen Befreiungsarmee und die plötzliche Veränderung der militärischen Situation auf dem Boden wird durch die Wahl ihres Zieles demonstriert. Das Basislager von Belhadjs Al-Qaida-Brigade in Tripoli. Die Wucht der Angriffe des grünen Widerstandes fügten der Basis solchen Schaden zu, dass viele Mitglieder dieser Rattengang einfach geflohen sind. Und wie man weiß, sind diese Al-Qaida-Formationen wesentlich ernster zu nehmen als die Clowns von Misrata und Benghazi-Brigaden und andere heimische Ratten. Genau nach diesem Strickmuster erleben wir nicht nachlassende Kämpfe an den Flughäfen in Tripoli und der Wendepunkt war auch hier gestern. Grüne Widerstandskämpfer attackierten den wichtigsten Checkpoint und den internationalen Flughafen selbst. Die Kämpfer zerstörten alle Öltransporter und Pickups und verschwanden danach wieder. Im Moment sieht die Situation so aus, dass die Widerstandskämpfer ins Flughafengelände vorgedrungen sind, weil die Verteidigungsanlagen zuvor vernichtet wurden. Aber der Plan scheint zu sein, weiter vorzurücken und den Flughafen unbrauchbar zurückzulassen. Sich ähnlich intensivierende Kämpfe wurden auch aus anderen Regionen gemeldet. Alleine gestern informierten wir Sie über den ehrlosen Tod des Oberbefehlshabers der Ratten von Misrata, der in Paris gestorben war. Aber schon am selben Tag tötete der Widerstand den neuen Oberbefehlshaber direkt in der Stadt. Schwere Kämpfe dauern seit Tagen an. Nach der bereits genannten Quelle sind Stammeskrieger der Hamza und Wafala auf dem Weg nach Bani Walid. Der Widerstand hat es hier mit den Nord-Misrata-Brigaden zu tun, aber es gibt nur Kämpfer in den Außenbezirken und in Vororten der Stadt und um sie herum. Tuareg-Verbände des grünen Widerstandes kämpfen weiterhin in der Region Sabah. Dies ist der Kampf um einen strategischen Hauptbrückenkopf. Die NATO rächt sich mit der Bombardierung ziviler Tuareg-Siedlungen und Stadtteilen im Süden des Landes. Die Wut des grünen Widerstandes ist sehr lebendig. Vor kurzem wurde eine Gruppe Ratten in ein Haus in Sirte
von Patrioten des grünen Widerstands gelockt und umzingelt. Die Ratten waren bereit, sich zu ergeben und bettelten um Gnade, aber die Antwort des Widerstandes war kurz: Blut für Blut. Alle Gangster wurden hingerichtet. Und wer wäre als erster bereit, die Schuld auf diese Libyer zu schieben für ihre Unerbittlichkeit? Nicht sie haben das blutige Schlachten begonnen. Die Befreiung Libyens geht also weiter. Das waren die Nachrichten aus Libyen für den 17.11.2011 von und mit Chris Sedlmayr aus dem Studio von World Jamahiriya.